Herzlich willkommen, liebe WSV-Fans. Wie ihr seht, neben mir ist Gaetano Manno. Wir melden uns live aus Belek. Ich freue mich sehr, euch dabei zu haben. Marco Schliepermann klatscht schon im Hintergrund. Der ist nämlich heute leider nicht dabei. Aber Gaetano, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns zusammen zu kommentieren. Wie hat dir die Zeit bis jetzt in Belek gefallen? Ja, wir haben echt eine super Zeit, wir haben schönes Wetter und es macht Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Okay, wenn du hast ja selber schon mal so ein Trainingslager erlebt. Wie findest du im Moment so die Dynamik hier im Trainingslager? Ja, ist alles perfekt. Das Ganze, der Service, das Hotel, die Mannschaft an sich, wie eben gesagt, es macht Spaß, der Mannschaft einfach zuzuschauen. Jetzt wissen wir ja, du bist ein bisschen abergläubisch hin und wieder. Vor ein paar Jahren hast du auch schon mal gegen Bischofswerda gespielt. Da habt ihr 1-0 gewonnen, da hast du den Ball auf Erdjan Aydogmus vorgelegt. Und danach ist der WSV aufgestiegen. Glaubst du, das könnte sich jetzt wiederholen? Ja, ich habe so ein bisschen im Kopf, wo wir den Gegner hatten mit Bischofswerda, habe ich gedacht, oh cool, das könnte passen. Also, aber ich will die Mannschaft nicht unter Druck setzen. Also, wenn es so passieren sollte, da wäre man, glaube ich, froh drüber. Sehr gut. Was glaubst du jetzt, was erwartest du dir von so einem Testspiel heute hier? Ja, es ist schon ein guter Test, weil wir in einer Woche starten, in 10 Tagen, und schon wichtig für uns als Mannschaft zu sehen, wo die Mannschaft steht. Super, danke dir. Dann setzen wir uns hin, genießen das Spiel, gucken wir uns das mal an. Und? Alles gut? Türkische Schiedsrichter, wenn ich das richtig Ja, sehe. ist normal. Ja, klar. Vorab wurden die Seiten ausgelost, habe Der ich so Trainer macht nur mitbekommen. Blödsinn. Ist das live jetzt schon? Ja. Ich muss aufpassen, was ich sage, ne? Ja. Ja, wie man schon hört, ein bisschen Irritation hier drumherum, dass das live ist heute, das erste Mal natürlich. Könnte auch hin und wieder dazu kommen, dass es zu technischen Schwierigkeiten kommt. Das liegt hier ein bisschen an der Verbindung. Wir haben hier zwar einen Zugriff auf ein WLAN, das ist aber leider sehr schwach. Deswegen versuchen wir, das hier über mobile Daten abzugreifen. Es könnte also sein, dass der Stream abbricht. Sollte es dazu kommen, dann wird es natürlich so sein, dass wir das im Nachtrag nochmal online stellen werden auf YouTube. Wie man schon hört, im Hintergrund ist ein bisschen Stimmung hier. Es gibt ein paar Bischofswerda-Fans, aber auch einige WSV-Fans, die sich hier gerade bereit machen, genauso wie die Mannschaft. Unsere Fans da, ja? Ja, da sind die Fans da. Gaetano Manno sagt schon richtig, auf der rechten Seite ist ein bisschen Pyrotechnik. Und es wird ein bisschen Party gemacht. Spieler grinsen auch schon. Gaetano, wenn du sowas so siehst, so Fans fliegen mit nach Belek, macht das was für dich so als Ex-Spieler? Siehst du das auch, dass das gut ist oder schlecht ist? Wie ja, du das? da kommt man manchmal so ein bisschen die Emotionen hoch. Ja? Also wenn man aufgehört hat als Spieler und wenn man das sieht, dann ist das schon, als Spieler muss das schon eine schöne Sache sein. Aber du bist ja selber auch mal im Training aktiv, sehen wir hier. Macht das noch Bock für dich? Hast du da noch das Kitzeln in den Füßen? Ja, wenn man gegen einen Stiefermann Fußballtennis spielen darf, dann macht das schon Spaß. Ja? Weil man sich dann nochmal. Da denkt man, man wäre nochmal 20, ja. Da merkt man einfach den Unterschied an, ja. Ja. So, heute von Beginn auch der Kapitän wieder auf dem Feld. Sebastian Patzler. Sebastian Patzler. Entschuldigung für den kleinen Versprecher gerade. Warten noch auf den Anstoß. Geht jetzt gleich hier los. Vorhin war
Los geht's. Genau, los geht's. Spiel ist gestartet. Der WSV spielt von rechts nach links. So, der WSV wird erstmal hoffentlich gleich den Ball berührt. Da ist der Ball beim WSV. Geht jetzt das erste Mal über die rechte Seite, über Hanke. Prokop wird jetzt gerade von hinten gecheckt. Das gibt natürlich dann einen Freistoß. Hat der Schiedsrichter dann entschieden für uns. Dann warten wir jetzt mal ab. Kevin Prius Rodriguez spielt ihn kurz, sodass wir ein Spielaufbau machen können. Der rechten Seite in Hanke, der nach vorne geht, auf Denning, der den Ball aber nicht bekommt. Wenn ihr es gerade seht, die Sonne steht sehr tief. Wir sitzen hier tatsächlich im Schatten, sodass das dann natürlich dann auch schon mal kühler wird hier. Aber es ist natürlich auch eine schöne Zeit im Billig, weil man mal wieder auch mal in den Pool springen kann. Da war jetzt die erste Chance fast von Bischofswerda, aber die Verteidigung geht sicher. Jetzt Berischer am Ball, zurück auf Patzler, wird sofort bedrängt. Das sah ziemlich nach Abseits aus. Der Schiedsrichter entscheidet hier nicht auf Abseits. Das war die erste Chance von Bischofswerda. Da kommt dann aber auf den Pass niemand ran. Ruhiger Beginn bis jetzt. Bringt den Ball vorne noch Kühler, der den Ball aber in den Rücken bekommt. Und so landet der Ball wieder beim Torwart der Gäste. Die Gäste selbst spielen in der fünftklassigen Oberliga in Ostdeutschland, in Sachsen, kommen aus der Oberlausitz. Dort sind sie im Moment auf dem dritten Platz mit 3 Punkten auf den Tabellenführer VfL Halle. Und der wiederum aber 3 Spiele mehr auf dem Konto hat. Oh, Justus Henke den Ball erstmal hinten. Spielaufbau jetzt. Wie siehst du gerade so die Bewegung im Spiel? Es ist ja erstmal eine Umstellung, weil die im 4-3-3 spielt, der Gegner. Mhm. Da müssen wir uns erstmal anpassen. Man merkt, dass wir, glaube ich, eine harte Woche hinter uns haben. Da muss die Mannschaft erstmal reinkommen. Ja? Aber die wird schon gleich kommen. Ja. Erste Ecke. Jetzt gehen wir die erste Ecke, genau. Wir hatten noch die erste Ecke. Treten von Hanke. Und da ist das 1-0 durch Nurin Berisha. Sehr gut. Nach der Verlängerung von Prokop. Genau. Hanke. Auf dem zweiten Pfosten und da muss ein Tor überstehen. So sieht's aus. Und das als Verteidiger. Die Woche wurde auch reichlich Schusstraining schon trainiert. Da gab es ein bisschen Action hier.
Ich glaube, der ein oder andere Spieler musste dann auch danach das Feiern von anderen mitbekommen. Aber ich glaube, das gehört in ein Trainingslager dazu. So, das gibt Abschluss für den WSV, aber kein Rot-Blauer mehr dran. Der ist heraus auf Hagemann, der aber direkt wieder zurücktropfen lässt. Pires zurück auf Hagemann in die Seite. Hagemann geht jetzt nach vorne. Da kommt der lange Ball. Raus auf Hanke, der kriegt den leider nicht. Sebastian Patzler, der WSV wieder im Ballbesitz, kann wieder von hinten aufbauen. Das geht natürlich jetzt sehr kontrolliert gerade noch. Wenn wir das sehen, unsere Gegner pressen sehr schnell, habe ich das Gefühl. Siehst du das auch so? Ja, wollte ich gerade auch sagen. Wir haben sehr Pech, die attackieren uns. Schon frühzeitig, also das machen wir schon nicht schlecht. Ja. Mannschaft ist sowieso von den Bischofswerdern im Altersdurchschnitt 21 Jahre, ganz neues Team, hat sich vor knapp 2 Jahren erst so formiert, sind dann aber in der letzten Saison aus der Regionalliga abgestiegen. Entsprechend dessen, wie gesagt, wahrscheinlich schlecht Jugend forscht. Der Ball kommt nicht an bei Güler, der gestartet war vorne. Aber da trotzdem Einwurf der SV, wenn du weiter beide willst. Der SV verschiebt jetzt hier. Wechselt die Seiten immer wieder. Und der lange Ball wieder auf Hanke. Der sich gerade eben die Sonne erstmal aus dem Rücken genommen. Schöner Ball von Hanke in den Strafraum, aber da war ein Gelber dazwischen. Für uns ist das relativ schwierig, weil hier, wir werden hier gerade auch auf Türkisch angesprochen. Ja, jetzt fingiert gerade Markus Schiepermann als Übersetzer hier. Wohl die Tribüne hat gerade kurz gewackelt. Das liegt aber nicht an den Ekstase auf dem Ring. Vielleicht sind hier gerade knapp 30 Zuschauer, die das Spiel. Genau. Jetzt außen Hagemann den Ball bekommen, der den Ball aber wieder nach hinten spielen muss. Weiterhin direkt Attacke von den Bischofswerdern. Doppeldemming, der aber den Ball behaupten kann, raus auf Anke, die spielen Doppelpass. Jetzt kann Demming draußen vorstoßen, kriegt den Ball aber leider nicht unter. Jetzt die Chance für Bischofswerder zu kontern, aber Pires haut sich dazwischen. Pires wollte auf Hanke legen, der Ball landet aber im Aus. Einwurf für den WSV. Der Ball nach außen. Das 4-4-2 ist auch noch ein bisschen schwierig, sehr kompakt in der Mitte.
was die Pässe natürlich nach vorne deutlich erschwert. Versucht jetzt mit den Seitenwechseln hier aufzubrechen. Aber immer wieder der Klatsch nach hinten. Das Ding schließt der Ball von Prokop, landet beim Gegner, aber der kriegt den Ball nur ins Austragen. Jemischer spielt den Ball nach vorne. Hanke hat an der Seite jetzt ein bisschen Platz, kann ein paar Schritte gehen. Vorne ist Wühler und Prokop, der lange Ball, aber landet beim Torwart. Ist das jetzt gerade so, dass wir über die Seiten kommen müssen oder müssen wir eher doch immer schnelle Seiten wechseln? Also wenn man das Spiel jetzt sieht, ist Hanke sehr, sehr frei. Wenn man noch von einer Seite auf die andere Seite kommen würde, dann ist Hanke oft so frei. Und das sind auch die Aktionen, die wir bis jetzt so haben. Dass, wenn wir schaffen, über Hanke zu kommen, dass wir dann Platz haben und dann, dass da Aktionen passieren können. Also mit einem schnellen Doppelpass dann in den 16er reinkommen, oder? Ja, schnelle Verlagerung und dann würde das gehen. Bei Hagemann geht es noch nicht so über links, weil es schon, dass der Gegenspieler noch näher dran, aber über Hanke ist jetzt die Seite offen. Beim Hagemann habe ich das Gefühl, der Gegenspieler hat etwa eine gleiche Geschwindigkeit wie unser Neuner. Aber Hanke kann das immer sehr frei machen. Wenn man jetzt sieht, ist Hagemann jetzt frei, der Raum ist frei. Aber da muss man erstmal auch hinkommen. Ne? Und auch gesehen werden. Ne? Spielt natürlich die rechte Seite sehr stark gegen die Sonne, die bei uns im Rücken ist, hier auf der Tribüne. Das sah man eben auch kurz in der Aktion von Hanke, der sich vorher mal eben den General machen musste. Den Ball holt sich Basti Müller. Jetzt sofortiger Druck. Prokop auf den Torwart drauf, der kann nur lang schlagen. Berisha jetzt im Kopfballduell. Da steht Demming in der Mitte frei. Der bringt den Ball aber nach hinten. Sichert den Ball. Bis jetzt ist Hagemann hinten links frei, den hat aber Justus Henke nicht gesehen. Jetzt kommt der Ball, aber Hagemann kann den Lauf nicht machen. Aber das muss der Weg sein. Ja, über die Außen ist es möglich. Und gerade auch, wenn ich mich an das Spiel in Münster erinnere, war Hagemann ja eigentlich der Wühler auf der linken Seite dann immer wieder, der da auf Aktionen dann freigemacht hat. Ist das dann auch so ein Mittel für die Regionalliga wieder? Ja, was hoffen wir. Ja. Er ist gut drauf, er war jetzt vor der Winterpause, war er richtig gut drauf. Ob der Nummer 20 wäre und jetzt macht er super auf der linken Seite. Und ja, wir hoffen natürlich, dass der so fit bleibt und seine Form auch beibehält. Ja. Und Kevin Hagemann ist auch der Vater mitgereist, der abends immer die Bar mitrockt. Das habe ich nicht gesagt. Das ist ein Kommentar von aus Beobachtung. Bischofswerder kommt an die Grundlinie, aber der Ball landet im Aus. Somit hat Sebastian Patzler wieder die Chance, den Ball ins Spiel zu bringen, für den WSV, der Kurt kommt. Wie gut findest du die Regeländerung, dass man jetzt auch im 16-Meter-Raum den Ball passen kann, so als Torwart? Ja, das ist jetzt was Neues, wo man anders aufbauen kann. Man gewöhnt sich schon, denke ich mal, aber es ist schon was Gutes, weil man dann praktisch schon mal anders aufbauen kann. Ne? Ja. Jetzt guter Laufweg von Piro. Ja, genau, richtig. Leider kam der Pass nicht an. Wie wichtig ist das, dass Pyro sich auch mal so auf die Seiten fallen lässt, jetzt in so einem Spiel, wo auch die Mitte sehr dicht ist? Das ist wichtig, also er ist ja unser Aufbauspieler, er hat die Nummer 1 haben, nackte Abwehr. Und es ist wichtig, dass er, wenn er merkt, er ist zu, dann muss er sich dann frei machen und macht er ja sehr gut auch mal. So, die Bischofswerder haben jetzt Einwurf. Der Ball zur Hagemann kam nicht raus, wäre aber auch wahrscheinlich wieder der Weg nach vorne zu gewesen. Jetzt Tummel an der 16-Meter-Kante, kann gefährdet werden von Basti Müller. Im Moment
habe ich das Gefühl, der WSV hat das Spiel auf jeden Fall im Griff. Aufs eigene Tor kommen wenig Chancen des Oberligisten. Aber nach vorne muss ich natürlich jetzt auch noch was entwickeln. Jetzt geht Druck nach vorne, Prokop hat gerückt. Da ist Basti Müller dran angekommen, kann den Ball aber nicht bekommen. Dorin Berischer kommt super nach vorne, Pass auf Müller, wieder nach hinten. Außen steht Hanke wieder frei. Oh, Justus Henke rutscht weg, da gibt er jetzt Platz für Bischofswerda. Das ist natürlich jetzt sehr brenzlig. Henke rutscht schon wieder weg und da der Ballschuss und das 1-1 für Bischofswerda. Hat zwar erstmal sehr, sehr gut gehalten, einen Nachschuss, das 1-1. Im Nachschuss das 1-1, genau richtig. Zweimal Justus ausgerutscht. Peter. Obwohl der Platz sehr trocken war am Anfang, wurde dann nochmal bewässert. Die Nachmittagseinheit habe ich auch immer das Gefühl, ist immer auf einem härteren Platz als am Morgen. Morgens haben wir, die Nacht hatten wir auch Regen hier kurz. Habe ich zumindest gemerkt. Das ist natürlich bitter, ja. Das ist, weil ich mir bis jetzt noch gar nichts sehen. Ja. So Fehler kosten natürlich dann in der Saison theoretisch Punkte. Ist gut, dass es jetzt im Test passiert. Da sieht man aber auch, wie wichtig ein guter Rasen ist. Ich wollte gerne auch sagen, also zum Glück ist es heute und nicht in 10 Tagen. Ne? Richtig, genau. 10 Tage dann Saisonstart. Bocholt ist ein unangenehmer Gegner zu spielen. Siehst du das auch so? Ja, wir haben einen neuen Trainer, mit Schuchert und ein neuer Trainer macht immer was Positives aus. Und deswegen, wir haben jetzt ein paar Mal gesehen in der Vorbereitung und das wird schon ein hartes Stück Arbeit. Schuchert kennst du auch als Trainer? Als Mensch, ja. Ja. Ist ein guter Trainer, taktisch sehr, sehr gut und das wird schon, wie eben gerade gesagt, schwierig auch, ja. Aber ich bin zu Hause, da wollen wir hoffen, dass wir da die 3 Punkte holen. So, Basti Müller kriegt den Ball wieder im Mittelfeld, muss er natürlich wieder nach hinten geben. Ja, das sehe ich auch so gerade. Hätte ich jetzt auch was zugesagt. Tatsache ist es so, dass wir jetzt wieder den Druck spüren und anscheinend sehr in die Gefahr laufen, weil das Pressing gerade sehr gut funktioniert. Jetzt könnte der WSV zumindest kontern. Nein, dabei wird er abgefangen. Deming kriegt den Ball jetzt. Geht raus auf Bühler. Bühler guckt, dann rein. Dort auf der linken Seite Hagemann, der kriegt den Ball. Muss sich aber drehen. Bühler jetzt auf 18, 19 Meter. Der den Ball jetzt auf Henning gibt. Der kriegt aber den Doppelpass nicht gelegt auf Hagemann. Und hinten stehen wir jetzt sehr blank. Aber Berischer kommt jetzt mit nach hinten. Hagemann rennt auch nach hinten. Aber der Pass von Henke konnte nicht abgefangen werden. Eckball für den WSV. Jetzt verlieren wir gerade ein bisschen die Kontrolle im Spiel. Vielleicht bringt die Ecke ein bisschen Beruhigung, wenn wir die schnell rausbekommen. Es wirkt ein bisschen ungenau alles, aber ist normal. Es war jetzt eine harte Tage, die letzten 4 Tage fast. Und das merkt man auch ein bisschen, aber das ist normal in der Vorbereitung. Ja. Startet sind wir ja mit einer Laufeinheit. Intensiven Laufeinheit. Intensiven Laufeinheit, auch unten am Strand bei Sonnenuntergang. War schon romantisch hier teilweise. Der Ball kommt rausgeköpft, die Mannschaft kommt raus. Bühler kriegt den Ball vorne, kann ihn erstmal festhalten. MSV blockiert sich jetzt hinten, der Ball geht ins Außen, der Ball bleibt bei dem Rot-Blauen. Jetzt gerade mal kein Druck der Sachsen. Bühler bekommt den Ball, wird aber jetzt doch wieder unter Druck gesetzt.
schnell ausgeführt, raus auf Hanke, der jetzt immer wieder auf Beistand, also das auch immer wieder hinbekommt, was Hagemann so noch nicht bekommt. Hanke rutscht schon, Henkel rutscht schon wieder weg. Ball deshalb im Aus und Ballwechsel an den Gegner. Wahrscheinlich hat das falsche Schuhwerk dann. Oder? Hier wird schon gerade spekuliert, ob Henkel Schlittschuhe anhat. Ja, ich meine, auf der Tribüne. Als Verteidiger sollte man Stollen anhaben, aber Gott sei Dank. Ich weiß, aber egal. Sonst ja. Kauber, er hat Multinopmann. als einziger aber auch. Wie man jetzt gerade mitbekommen, Marco Schiefermann und Bertano Manno tauschen sich über das Schuhwerk aus. Ich glaube, ein Adidas-Verkäufer wäre jetzt glücklich. Oder Nike. Oder Nike, das weiß man nicht. Oder in unserem Fall Jorma. Der Ball kommt nach vorne. Berischer Köpfchen weg, aber landet bei einem Gastspieler. Und Dimmeln kann den Ball erobern. Und Berischer schlägt den Ball raus. Vorne ist Prokop, läuft hinter dem Ball her. Aber der Ball geht zurück auf den Torwart. Das ist aber schon ein guter Test. Man merkt schon, dass es eine gute Oberliga-Mannschaft ist. Ja, wie gesagt, gerade schon aus der Regionalliga abgestiegen. Sind Oberligisten immer gute Sparringspartner für den Regionalligisten im Vorfeld so? Ja, man merkt ja auch, dass sie was vorhaben. Ja? Also, wenn die im Trainingslager raus sind, hat man schon, dass sie da keinen Bruch wollen. Ja? Du beobachtest ja bei uns auch immer viel Oberliga, würden so bei uns in den Oberligen mithalten können. So. Ja, was ich jetzt sehe, die erste halbe Stunde ist schon ordentlich. Ja. Sehr, sehr gut gegen den Ball und sehr aggressiv. Wir wollen auch Fußball spielen, aber das passt schon. Allgemein hat sich ja das Niveau der Oberligen auch in den letzten Jahren gut gesteigert. Wenn du da immer wieder scoutest für den WSV, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wo du darauf achtest? Ja, man achtet schon dann in der Oberliga schon, wenn ein Spieler auffällig ist und gute Aktionen hat oder ich sag mal jetzt, man guckt meistens dann auch oft die guten Mannschaften, die oben stehen erstmal. Und dann fällt man manchmal beim Gucken dann auch auf, welcher Spieler gut ist. Und ja, ist manchmal aber auch schwierig von der Oberliga Spieler für die Regionalliga zu finden, weil wir sind ja auch eine Top-Mannschaft in der Regionalliga und deswegen. Das ist nicht so einfach. Hanke verliert jetzt den Ball, damit wird wieder Platz für den Konter. Aber der Ball kann von Schwerst gehalten werden hinten. Dann kriegt Bühler frei den Ball in der Mitte, aber Prokop und Bühler sind alleine vorne. Links außen ist Hagemann. Der geht jetzt nochmal in die Mitte, legt ab auf Prokop, der den Ball aber nicht bekommt. Zu spät gestartet vorne. Ich glaube sogar aus dem Abseits gestartet, wenn ich mir das nicht täusche. Demming jetzt wieder auf den freien Philipp Hanke, aber der muss den Ball wieder hinten rausspielen. Erneuter Spielaufbau. Ketten schieben wieder nach hinten. Doppelpass im Mittelfeld. Demming, Rasti Müller. Demming verliert aber den Ball. Aber Jens Schwerz kann wieder den Ball holen. Das nicht aufrutschen. Wäre wichtig. Gleich 25 Minuten gespielt. Jetzt kriegt der Hagemann das erste Mal sehr frei auf der linken Seite den Ball. Spielt den Ball aber erstmal wieder ins Zentrum. Und der Ball geht nach hinten, weil Basti Müller nicht den startenden Hagemann sieht. Der Rückpass von Basti Müller wird hier fast zum Torschuss.
Er muss Sebastian Patzer nach vorne spielen. Der Ball landet aber bei den Gästen. Die heute, ich sage immer wieder Gäste, weil wir hier auf unserem Trainingsplatz auch sind. Da wechseln wir zwar, sind auch wahrscheinlich auf dem Weg mal auch mit dem vorderen und hinteren Platz. Zum Anschlüpfen heute Morgen waren wir auf dem hinteren Platz. Ja, und das Training findet dann auch immer wieder auf dem vorderen Platz statt. Wir mussten auch einmal für den SV Ried ausweichen, österreichischer Bundesliga ist, der auch wie Dynamo Kiew in unserem Hotel ist. Ist dann immer wieder ganz interessant, wen man dann abends auf den Gängen so begegnet. Man merkt doch vielleicht, dass so ein Stiebermann fehlt, aber wenn er neben mir sitzt, also, hat ja meistens dann den Moment, den man braucht. Und der Ball kommt nach vorne auf Prokop, schön, dass ich gerade unterbreche, weil jetzt wird wahrscheinlich ein bisschen heißer vorne wieder. Prokop legt ab auf Hagemann. Das sind eigentlich die Aktionen, die Hagemann auch gerne sucht. Ne? Das sind seine Aktionen. Ja, aber so ein Spiel jetzt, wie es jetzt ist, braucht man eben diesen genialen Moment und ja, der fehlt jetzt zur Zeit. Ja. Also Spaß an, Marco Stiepermann fehlt vorne ein Stück weit. Jetzt zieht Henke die Stollenschuhe an. Ja. Jetzt zieht Justus die Stollenschuhe an. Das wird wohl zu gefährlich. Unser Platzwart Pepsi sagt, er zieht nur einen Schlappen an. Ja, Mocker musste dann auch noch laufen. Tut ihn gut. Das wollte ich gerade auch sagen. Ich wollte es eigentlich nicht aussprechen, aber ja. Ich verzeiht mir das schon. Ja. So, der Ball kommt kurz aber direkt in die Mauer rein. Hanke spielt raus, wo Müller wartet relativ frei, dann muss den Ball aber wieder ablegen, kommt in die Drängnis. Ball ist jetzt wieder ganz hinten, geht nach vorne, aber da sind drei Spieler des WSV im Abseits, die jetzt nicht eingreifen können. So, nochmal, versuchen wir es nochmal. Also Marco Stiepermann fehlt vorne, hast du gerade gesagt. Ja, aber das fehlt. Ich meine, sind auch gute Spieler jetzt drauf, aber er hat eben diesen genialen Moment, seinen Bühler einzusetzen mit seiner Schnelligkeit. Und das merkst du jetzt auch, dass dieser geniale Moment einfach fehlt. Und ich glaube, wenn er da ist, ist es dann für die Mannschaft auch einfacher, weil er auch ein erfahrener Spieler ist, der die Mannschaft führt. Ja, wir hoffen, dass er Samstag wieder dabei ist und dass er für die nächste Woche dann topfit ist. Ah, da können wir auch ein bisschen in Warnung spielen. Heute war ja bei den Passübungen auch mit dabei schon. Hat euch dann auch ein bisschen im Kreis ins Schwitzen gebracht, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt können wir einen Konter starten. Genau, das sieht super aus. Deming hat sehr viel Platz gerade. Keine Ball. Bühler ist frei, kriegt den Ball am 16er. Große Chance, aber da kommt ein Bischofswerder dazwischen. Eckball für den WSV und Abseits. Ah, okay, Abseits, dann ist es. Das konnte ich jetzt gerade noch nicht sehen. Abseits, aber wollte querlegen und ich glaube, er hätte das selber machen müssen. Auch wenn es Abseits ist. Ja. Hätte abschießen müssen. Er hat einen guten Schuss, er ist beidfüßig und. Wenn man ihn noch sieht, ist immer, wenn er in die Tiefe kommt, auch immer direkt ein gefährlicher Spieler eigentlich bei uns. Ne? Das also, meinte ich ja gar nicht. Ja. Wenn jetzt so ein Stiepi spielt, der sucht diesen Ball auch, dann ist Gülle eben noch gefährlicher. Und jeder hat seine Stärken im Halbspiel, aber ja, diese Stärke hat Stiepi, in die Bälle reinzuspielen, und das tut uns ja auch gut. Ja. Aber ich sehe es jetzt auch nicht schlecht jetzt heute, ist normal, wir haben wirklich hart gearbeitet, ich habe das jetzt jeden Tag gesehen. Ich bin jetzt auch müde ein bisschen und war schon sehr intensiv, das Leute auch verstehen, dass es sehr anstrengend war. Kann ich nur beipflichten. Also wir beobachten ja hier die Einheiten immer dauerhaft. Und wenn man dann sieht, was ihr da teilweise macht, natürlich auch mit viel Spaß dabei, aber auch schöne kurze Sprintläufe etc. So dass man dann halt natürlich auch nächste Woche hoffentlich topfit in die Vorbereitung startet. Ist jetzt natürlich auch super, dass sich noch niemand verletzt hat. Ich meine, da waren ja die Sorgen nach den Tests auch echt groß, dass das jetzt nicht klappen könnte. Mit uns jetzt auch dabei im Trainingslager ein A-Jugendlicher, Sepp Tuchangwe, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Was erhofft ihr euch da so als sportliche Abteilung von ihm? Von Jeff? Ja, Jeff ist ja ein junger Spieler, der es in der A-Jugend sehr, sehr gut macht. Und die Idee ist einfach dahinter, dass er das schon kennenlernt fürs nächste Jahr vielleicht. Und dass er einfach mitnimmt, der hat es verdient, der hat eine gute Saison gesetzt in der A-Jugend. Und
Und deswegen haben wir gesagt, komm, nimm ihn mit. Und er ist ein guter Junge, schneller Spieler, ballfüßig. Macht Freude, eigentlich den in allen Spielen zu sehen. Und jetzt schauen wir mal, wie er sich hier macht. Und wie gut fandst du seine Gesangsleistung? Ja, top. Top, das war ja sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass ich seinen Geburtstag hatte, aber. War dann auch sehr romantisch, als dann alle die Lichter ausgepackt haben. Und er wollte dann auch nicht mehr aufhören, hatte ich das Gefühl. Ja, das gehört dazu. Als junger Spieler wird man eben veräppelt und. Ja. Ja. Aber ist ja alles dann mit Respekt und Augen. Nein, im positiven Sinn. Also, ich sage jetzt, war schön zu sehen, auch für uns. Ja. Hat er gut gemacht, hat er gut gemeistert. Jetzt merkt man schon, was die Mannschaft jetzt will. Ja. Das ist ein bisschen. Was ich immer wieder merke, ist, wenn wir hier so auf die Seite kommen, gerade von Hagemann, machen sie immer sehr gut mit 4 Leuten den Raum dicht da. Und stehen dann immer sehr schnell um ihn herum. Wie sehr beobachtet man so einen Testspielgegner im Vorfeld? Also den kann man ja nicht sehen, ja. Im Osten. Und weil so einen Gegner kann man jetzt nicht sehen. Also ich sage ja, wir haben damals vor 6, 7 Jahren am Augen gespielt. Da waren ja auch, glaube ich, 2. in der Oberliga. Mhm. Damals habe ich schon gesehen, dass die Mannschaften im Osten schon sehr stabil sind, sehr körperlich gut. Das habe ich mir schon so gedacht heute auch. Das Team hat ja. Tja, die machen es ja bis jetzt nach 32 Minuten machen sie richtig gut. Ja. Auf jeden Fall. Samstag spielen wir dann gegen Morobet, polnischer Zweitligist, wenn ich es jetzt gesehen habe. Das ist dann wirklich der letzte Knaller Herpetest vor Bocholt. Ja, das ist jetzt polnische zweite Liga. 4. Platz, waren vor 2 Jahren in der ersten Liga auch. Und das wird schon ein harter Test, auch körperlich und mäßig, weil die Polen schon sehr hart spielen. Ja, werden wir sehen. Ich hoffe, dass wir heute erstmal gut rauskommen, dass die Mannschaft sich ein positives Element holt. Und dann schauen wir mal, was am Samstag ist. Wahrscheinlich freut sich Pitlick. Dass er endlich eine Landessprache sprechen kann, ja? Ja, der fehlt ja auch. Das ist ja ein Spieler, der sehr, sehr wichtig für uns ist. Die rote Karte war ja in dem Blut wie alle lächerlich und das tut uns weh, ja? Ja. Da müssen wir schauen. Der Pitlick auch immer das Gefühl, dass er sich auch sehr gut mit dem Verein und der Mannschaft identifizieren kann. Deswegen haut er sich dann auch gerne mal so rein und geht dann den Zentimeter mehr. Ne? Ja gut, er ist ja schon lange jetzt beim BSV, schon in meiner Zeit da. Ich glaube, der war mal kurz weg, aber er lebt das ja auch, was er ein Spieler hat. Das ist ein Spieler, den ich immer wieder erwähne, der einfach für uns als Mannschaft einfach gut tut. Mhm. Auch wenn er manchmal Sturkopf ist und aber generell merkt man einfach ihn ab, der killt jetzt, ja? Ja. Wie findest du im Moment so unsere Bewegung? Also so, dass unsere Mannschaft, wie sie verschiebt, Ketten sich bewegen? Das ist okay. Das Einzige ist, dass wir so nicht ballsicher sind, dass wir oft so ein paar Stockfehler haben, ist komisch, ja. Also deswegen sage ich, das kann ja an der Müdigkeit liegen, ja. Jetzt haben wir diesen Punkt. Sehr gut weitergeleitet hier. Deming hat den Ball, schließt sofort ab. Kann der Torwart da behalten. Hagemann versucht noch den Ball zu bekommen. Aber gesichert. Ja, Robert Richter sitzt links neben mir, sagt gerade auch, der hätte wohl quergelegt werden müssen auf Sammy Güler. Können. War ein guter Abschluss, aber hätte jetzt auch abspielen können. Aber insgesamt ist jetzt die ersten gleich 35 Minuten rum. Das ist ja schon bis auf die paar Minuten, wo es zum Tor ging, schon eine relativ souveräne Leistung, muss ich so sagen. Das war jetzt auch eine gute Aktion. Also ja. Ein guter Pass auf Kurke vom Kopf, der hat gut verlängert über den Spieler. Aber Deming wirklich auch ein guter Laufweg von Deming, ja. Ja. Klar, der als Stürmer will den Ball immer haben. Deswegen hat der Güler top drauf, der mit quer liegt. Ja. Jetzt kriegt Güler den Ball am 16-Meter-Raum, legt ab auf Basti Müller, der schießt, aber der verpasst. Wieder Riesenschanz. Ja. Fehlpass vom Gegner und ja.
Der Güler ist heute sehr mannschaftsdienlich. Hier nebenan wird schon gesungen, wieder mal vorbei. Aber gut, zwei gute Chancen im Kurz am Ablauf vom ESV. Könnte das sein, dass jetzt auch bei den Sachsen gerade ein bisschen die Puste rauskommt, dass das Tempo dann doch schon hoch war am Anfang? Ja, wir haben schon ein sehr gutes Tempo gemacht, haben gut gepresst. Und ja. Man merkt ja, dass jetzt die Schussphase ist in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch besser drin, ja. Ja, im Vergleich zum Test gegen Dortmund, da wird natürlich dann auch noch mal viel gewechselt bei dem ersten Test, sehe ich schon eine sehr stabile Mannschaft. Das wurde ja auch taktisch sehr viel jetzt geübt, wenn ich das so im Training immer wieder gesehen habe. Ja, sehr intensiv, auch gegen den Ball, und das haben wir schon sehr gut trainiert jetzt diese Woche. Das kann man jetzt auch nicht vergleichen mit dem Test von Dortmund, weil das war erstmal auf Fußrasen, da haben wir auch viel durchgewechselt. Und das war ein bisschen ärgerlich, dass wir da wechseln mussten. Hätte wahrscheinlich auch auf dem selben Sprung stattfinden können, wenn man das so gehört hat im Nachgang. Ja, wäre für uns besser gewesen. Ist ja auch wichtig, den Belag dann zu haben, wo wir dann auch letztendlich spielen. Ne? Piero kriegt den Ball im Mittelfeld, wird aber gelegt, das ist faul. Der türkische Schiedsrichter erinnert mich ein bisschen so an Ailton. Du hast gerade gegen den gespielt. Wie war das? Ja. Der stand vorne rum und hat die Tore gemacht. Ja, so wie immer, ne? Nee, wie früher in der Bundesliga. Und hier kann den Ball jetzt nicht nach vorne gehen, der wird ausgespielt. Der Schiedsrichter entscheidet jetzt auf Einwurf für unsere Gäste. Wieder Demming holt sich den Ball, kann den Ball sogar über den grätschenden Bischof Werderer Spieler bringen, kriegt den Ball auf Prokop, verschwingt der Ball, Hagemann, ärgerlich. Jetzt kommt der Ball natürlich gerade wie beim Ping-Pong zurück, aber Henke, der jetzt stabiler auch steht auf dem Feld, und Hanke können den Ball halten. Der legt den auf Güler ab. Güler versucht den Spieler zum Laufen, aber da legt er den Ball ein bisschen zu weit vor. Das sind auch die schweren Bälle als Stürmer, wenn man so. Er legt es ein bisschen weit zu weit vor, aber die Aktion an sich ist ja gut gedacht, ja. Jetzt hat Demming natürlich die 3-4 Balleeroberung, was seine Stärke ist. Ja, schön, wird sofort gefährlich auch. Das war ja sowieso im Moment auch nur das Erfolgsrezept, wo man dann auch immer wieder gesehen hat, wie Demming sich dann reinhauen konnte, gerade zum Ende der Hinrunde, Entschuldigung. Der Ball kommt rechts raus. Aber der Bischofswerderer Spieler kann den Ball nur ausspielen, aber es waren auch sehr viele Rot-Blaue im 16-Meter Raum. Läuft sich in der Mitte frei, kommt immer ganz gerne aus dem Schatten seines Gegenspielers. Jetzt die Verlagerung auf Hagemann nach links unten, kommt, aber der Ball wird abgefangen. Hochkopf kriegt den Ball, er legt den Ball hoch, aber da sind die Sachsen direkt am Ball. Gleich den Ball. Das, was Herr Romano auch gerade angesprochen wird, wird jetzt hier auf der Tribüne auch klar gemacht. Es fehlt noch ein bisschen die Genauigkeiten in den Aktionen. Ja, so ein Ball muss er festmachen. Ja. Also, da gewinnen wir den Ball und dann muss er ihn festmachen, warten, bis Güler oder Hagemann kommen. Dann kann man gegen kontern. Aber wie gesagt, ist die Müdigkeit. Ist die Müdigkeit, ja. So,
So, Hanke sprintet den Ball nach vorne. Entschuldigung, Henke, nicht Hanke. Klappt besser mit die Stollenschuhe. Das definitiv. Der Schiedsrichter gibt jetzt Freistoß und eine gelbe Karte für Bischofswerda. Ja, ich denke mal, dass die Gegner jetzt auch gucken, alle, die jetzt gegen uns bald spielen werden, die werden sich das Spielchen auch anschauen. Und ja. Deswegen ist aber auch am Samstag kein Livestream. Das können wir schon mal vorneweg sagen. Wir werden nur auf unserer Webseite einen Live-Ticker anbieten. Die Inhalte wird das Trainerteam dann nur sehen, aber wir werden im Nachgang wahrscheinlich ein paar Highlights hochladen dürfen, sodass man dann zumindest mal auf Belek die Tore sehen kann, die wir hoffentlich schießen werden. Der Ball geht raus auf Basti Müller. Der hat viel Zeit, aber kann den Ball nicht richtig bearbeiten. Da sind wir ja sehr, sehr ungenau eben, ja. Genau. Viele Kleinigkeiten. Ja, also es ist so, dass gerade immer wieder dass die Ungenauigkeit ein bisschen bemängelt wird hier. Der Ball ist aber nach vorne und der Basti Müller wäre im Abseits gewesen. Wenn man jetzt die erste Halbzeit sieht, dann ist es aber auch so, dass sie jetzt keine Torschance hatten. Mhm. Das Tor fiel ja auch durch unseren Fehler, aber ja, es geht ja eben, dass 1-1 steht, weil eine 0 tut immer gut. Ja, gucken wir mal, wie die Zeit, ob wir jetzt ein paar Tore schießen. Ja, defensiv, glaube ich, können wir von einer sehr guten Leistung im Moment sprechen, bis halt eben der eine individuelle Fehler. Da zieht Piro jetzt am Trikot. Es gibt Freistoß für die Sachsen noch mal kurz dazwischen. Nach vorne hin, wie er immer wieder sagt, ist halt die Ungenauigkeit, die jetzt noch da ist. Liegt das daran, dass man im Testspiel noch nicht so ganz bereit ist, oder ist es dann doch noch wirklich, wie du sagst, müde Beine? Das auch, aber ich denke mal, ein Meisterschaftsspiel ist immer was anderes. Also klar, wir sind Freundschaftsspiel heute, und jetzt haben wir jetzt in 10 Tagen, wenn die anders drauf sein. Da sind Zuschauer da und da wird die Mannschaft schon konzentrierter sein. Da hoffen wir natürlich, dass trotz Kälte in Wuppertal dann viele Zuschauer ins Stadion strömen. Das wäre natürlich dann auch schön für die Jungs, die ja natürlich jetzt auch jede Unterstützung gebrauchen können, um den Abstand auf Münster zu verringern. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Als Ex-Spieler wünsche ich mir natürlich, dass es ein bisschen voller wird wieder. Der Gegner müsste eigentlich keine Rolle spielen, dass die Stadt und die Zuschauer einfach die Mannschaft unterstützen. Die haben es verdient eigentlich auch, dass sie ein paar Zuschauer mehr da haben. Und ich hoffe, dass jetzt im neuen Jahr 23 einfach mehr Leute kommen und den Verein unterstützen. Ja. Ja. Ja auch immer wieder hier gespiegelt, wenn wir so als Beobachter dann da außen sind, wie wichtig dann ja auch solche Fans manchmal sind, das Zündlein an der Waage. Ich meine, du selber hast ja auch mal dann schon vor 5-stelligen Zahlen am Stadion am Zoo gespielt. Ich glaube, dann bist du doppelt motiviert gewesen, oder? Ja, das bringt einen weiter, und auch in den Phasen, wo es mal nicht läuft wie heute, sag mal, da sind wir zum Beispiel die Fans da, das pusht ja auch einen, ja, und das fehlt so ein bisschen, ja. Und die Mannschaft hat es einfach verdient, dass wir die letzten 15 Spiele einfach, dass die Fans da sind und uns einfach unterstützen. Ja. Das ist Abseits. Aber knapp. Ja. Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Ich darf es ja jetzt verraten. Vor mir wurde gerade noch ein Finger gewunken, weil Hagemann wahrscheinlich das Abseits doch aufgehoben hätte. Aber gut. Nichtsdestotrotz, die türkischen Schiedsrichter machen einen ganz guten Job, finde ich. Waren sie besser als letztes Jahr, sorry. Letztes Jahr war es eine Katastrophe. Okay, aber es ist ein faires Spiel allgemein, deswegen müssen sie wenig pfeifen. Wir jetzt gerade noch kurz vor der Halbzeit hier überblicken. Wir gucken jetzt hier, glaube ich, über 6 Trainingsfelder und auf 4 ist was los. Das ist schon eine besondere Sache hier in Belek, ne? Also Fußball wird hier gelebt. Ja. Ich
Ja, jetzt gleich Halbzeit. Genau. Gucken, was der Trainer macht, ob er wechselt. Oder die Mannschaft auf den Platz lässt. Aber das ist natürlich dann auch nochmal wichtig, nochmal sich den Spielern eine Chance zu geben, sich auch zu präsentieren außerhalb des Trainings, würde ich sagen. Also auch für den Fan immer ganz interessant, so mal aus meiner Perspektive so zu sehen, was vielleicht der eine oder andere nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Also ich habe auch viele gesehen, die im Kraftraum waren. Jetzt ist Halbzeit und wir melden uns dann gleich nach der Halbzeit wieder. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Ich hab hier. Tee gleich? Mit Zucker, mit zwei Süßstoff. Welche? Schwarztee. Jetzt wieder zu Halbzeit. Okay. Ah, okay. Ja. Also wenn wir ankündigen, aber ich kann es schon ankündigen, dass ich kann. Okay. Das wird gut alles. So. So, da sind wir jetzt wieder. Neben mir nicht mehr Geld haben wir nicht. Stefan Tischer, Kai Stefan. Ja, hallo zusammen und hat noch richtig Schau. Haben wir bis auf drei Spieler komplett gewechselt, Leon Schwerz, ja, viel durch und dann haben wir noch vorne Sammy Güler und Roman Prokop, die beide in der letzten Runde bleiben. Das Team, ja. In der Mitte auch noch De Hoon und Mulcahy auf dem Feld. Ja, ein sehr junges Mittelfeld mit De Hoon, Mulcahy und Tobi Feit. Mal sehen. Wie war dein erster Eindruck von der ersten Halbzeit für dich? Ja, ich finde, dass das Werder sehr gut organisiert. Wenn wir wirklich sehr oft wechseln während zum Sonst oben und dann in der Kollege mal drauf. Ich habe das wird zweimal ausrutschen, aber. Ja. Gelernt und hat die Schuhe gewechselt. Und danach hat er. Schuhe an. Ja. 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 So, ich werde jetzt erstmal nach vorne gebracht. Sehr schnell. Auf den Galle. Und der bitte Blume. Ich weiß noch ein bisschen, wer der Spieler dazwischen ist. Der Ball landet bei. Direkt. Auf Bühler. Bühler hatte auch in der ersten Halbzeit 1-2 Aktionen. Auch ein bisschen. Sehr schön. Gut, ein, zwei Mal hätte quergelegt werden können oder müssen. Ne? Der Schuss von Demming war richtig gut, aber ich finde, in der Situation kann man glaube ich besser querlegen. Aber heute haben wir noch ein Freundschaftsspiel. Naja, machen Sie es nächste Woche dann besser. Bist du mit dem Trainingslager bisher? Also wie findest du hier so die Lage, den Platz etc., das Hotel? Ich bin jetzt mittlerweile das fünfte Mal hier.
Wie jedes Jahr, muss ich sagen, einfach sehr, sehr gut. Hotel ist das Essen nicht. Die Bedingungen, weswegen wir hier sind, Fußball spielen, fängt man sieht auf den Videos auch, wo es einfach perfekte Umstände sind, die einfach man einfach genießen mitnehmen. Und wenn wir sehen, wie jede Woche, jeden Tag gearbeitet wird, ja, viel Freude auch dabei. Und trotzdem die nötige Ernsthaftigkeit, das ist schon gut, ne? Das ist schon gut und ja. Das sieht aber gerade noch nicht so gut aus. Kommt dann auch Flo aufs Feld. Marco Stiepermann wird ja wahrscheinlich einsteigen. Denkst du, sie? Hat er keine Probleme mehr und so am Samstag auch wieder Spielgeschehen eingreifen kann. Ich glaube, das wird dann auch für Bocholt reichen oder müssen wir da dann hoffen, dass er dann erst eingewechselt wird? Und dann nein, er hat ja die, ja, im Großen und Ganzen die Vorbereitung mitgemacht und von daher ist er auch ein Spieler, der so seine Krise so ein bisschen kommt und wenn er dann mal halt eine Woche vielleicht raus war, dann schadet ihm nicht. Von daher bin ich ja schon auf uns. Ja, ja, was am Kopf bekommen, hat er bekommen gerade. Nagel ist auch noch dran, also von daher sieht es gut aus. Ist auch immer ein bisschen so eine Gefahr beim Test. Das hat da natürlich immer wieder ein bisschen so viel Kritik gesorgt, aber wie wichtig sind so Testspiele für euch? Also ich meine, das kann man glaube ich nicht alles im Training so simulieren, ne? Nein, definitiv nicht. Man muss halt gute Gegner haben, um sich selber auch mal zu testen und zu sehen, wo man steht. Das ist heute auch wieder, wir haben ja gesehen, wo wir noch in Deutschland waren, ne? Da muss man auch 100% geben, um die Spiele zu gewinnen. Und heute sehen wir das wieder. Und wenn wir nicht fokussiert sind, dann kann man die Spiele halt nicht gewinnen. Ja. Das ist dann so. Für viele Oberligisten ist es natürlich dann auch mal ein Highlight, gegen den WSV zu spielen. Die sind dann natürlich immer besonders ehrgeizig. Ne? Mein Eindruck, dass dann da immer schon ein bisschen mehr Galligkeit ist, während wir dann da immer so drauf setzen und versuchen, unser Spiel aufzuziehen und dann da halt auf Abläufe zu proben. Richtig. Wir haben ja in der Liga auch meistens viel Ballbesitz und deswegen sind solche Gegner natürlich auch gut, um sich da auch einzuspielen. Ansonsten, stärkere Gegner, dann dreht sich das die Geschichte eigentlich, ne? Und wir sind irgendwo dann die Mannschaft, die ja nicht agiert, sondern reagiert auf den Gegner so ein bisschen. Ja. Und daher haben wir heute, ich sag mal, den etwas schwächeren Gegner mit Bischofswerda und dann am Samstag gegen polnischen Erstligisten sieht es dann wieder ganz anders aus. Wobei man dazu sagen muss, ja, erste Liga in Polen bedeutet ja Zweitliga dann. Ne? Also das ist ja die, ob man drüber liegt. Genau. Da wechselt man das Team immer. Aber gut, das ist natürlich dann ein Niveau, was wahrscheinlich ein Stück weit höher ist noch als in das. Jetzt ein guter Ball von Mutari auf der Hohen. Und jetzt ja die erste Ecke in der zweiten Halbzeit. Ja. Der Hohen ist unser Internetstar, den man ja mitbekommen hat. Wenn du so eine moderne Medien siehst, du machst das heute das erste Mal auch bei so einem Livestream mit. Wie ist das für dich so als alter Hase im Geschäft, dass sich das alles so ändert? Ja, also ich finde, was das angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, da merkt man mein Alter. Das Einzige, was ich habe, ist WhatsApp. Und Facebook, Instagram und all diese ganzen Portale heißen, bin ich komplett raus. Aber gut, man kriegt trotzdem die Infos, weil die meisten Freunde, Bekannte die Plattform haben und deswegen ist man da schon immer gut informiert. Jetzt die Ecke kam scharf rein, hat aber keiner abgenommen. Ecken habt ihr auch trainiert jetzt. Das ist natürlich dann super wichtig, die Standards jetzt auch vor der Saison zu haben. Definitiv, also Standards, wir haben auch eine gute Größe. Ist ja nicht so, dass wir eine sehr kleine Mannschaft haben. Und das muss man als Vorteil schon immer nehmen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man die einführt. Aber wir haben natürlich aufgrund eurer Hilfe mit Drohne und was weiß ich, was dazu kommt, alles, wie gesagt, die Lappen, was das angeht. Aber wenn ich jetzt die ersten Filme gesehen habe oder die ersten Reportagen von euch, muss ich sagen, Kompliment, macht ihr da einen riesen Job.
was auch dem Trainerteam hilft, dass man mal ein Training aufnehmen kann. Und dafür erstmal schon mal auf den kurzen Dank. Und vor allem, dass wir die Fans natürlich dementsprechend in Deutschland mitnehmen können. Ja, danke dir, das ehrt uns natürlich sehr. Aber es ist, wie du ja weißt, hat einen großen Aufwand. Wir sind mit dem Auto hier runterfahren, sind dann über Prag und Bukarest hierhin. War ein großer Aufwand und ihr habt natürlich dann auch alle gestrahlt, als wir dann am Flughafen standen mit unserem Auto und den Kameras und so. War irgendwie auch schon ein Erlebnis jetzt und macht das alles nochmal besonderer, hier runterzukommen. Ne? Ja. Gut von Noah geklärt. Genau. Da kann man auch froh sein, dass er jetzt wieder stark fit ist, ne? Dass da wieder alles sauber läuft. Ist ja natürlich auch ein guter Backup für uns dann wieder. Ja, der Rhythmus braucht und das hat er schon letztens auch nicht gehabt. Aber gut, nicht am Tempo und eben sicher ein Spieler, der uns auch immer viel oder zwei weiterhelfen kann. Insgesamt kommt es mir. Da stehen wir natürlich nicht gut. Wir haben drei Mittelfeldspieler, ne? Ja. In der Zentralen und haben jetzt in der Situation keinen da gehabt. Ne? Das darf natürlich nicht passieren. Da müssen wir uns besser aufteilen. Wenn wir so sehen, das Spiel ist ein bisschen offener geworden. Also auch die Bischofswerder standen ein bisschen kompakter. Und wir natürlich dann auch jetzt mit, wie gesagt, unserem Mittelfeld. Das ist dann mal klar schlecht. Ja. Es ist ja immer so, wenn man im Mittelfeld dann so wie heute ein ganz anderes Mittelfeld da hat. Abseits, kurz eingeworfen. Ja. Ist dann denke ich, hat in uns alle Abläufe stimmen, trotz alledem bei. Dann muss ganz klar auf der 6 stehen und gucken, dass man seine Vorderleute da irgendwo sortiert. Ja. Auch wenn man jung ist, mit Julio. Ein junger Spieler, ne? Aber man muss trotzdem dann auch lernen und er ist jetzt ein gutes halbes Jahr dabei. Ne? Mhm. Dann kannst du nur den anderen, weil er einfach auch ein richtig guter Fußballer ist, der auch ein gutes Spiel hat und der kann auch einfach mal ein bisschen Verantwortung nehmen. Das ist so. Da wird jetzt super geklärt zur Ecke. Aber auch sehr risikohaft im 16-Meter-Raum da so in die Grätsche zu gehen. Ne? Also. Ja, aber es ist eine sehr, sehr gute Grätsche. Ich glaube, Leon ist erfahren genug an der Reise, dass er runtergehen muss. Ja. Wie man sieht, das ist auch sehr, sehr, sehr gut. Ja. Wenn du so die Stimmung im Team mal so bezeichnen würdest, wie sieht, außer das Wort gut zu verwenden, wie würdest du im Moment so bezeichnen? Ich denke, ich schon, immer das Wort geil. Wenn man sieht, muss ich ja auch schon zu teilen gezeigt habe. Ja, ich denke, wir haben eine positiv geklopfte Mannschaft. Jetzt können wir gerade kontern, ganz kurz dazwischen. Wir müssen mal eben drauf gucken, weil Güler bringt den Ball nach vorne. Ja, Güler, ein bisschen Glück, dass er auch. Ja. Ich denke, da hat man 1-1 zu gehen. Ja, Christian ist auch schon. Mal zurück zur Mannschaft, was kloppt da auch? Die Hand. Ach, wir wollen ja schon mal Player haben, das ist da und auch wenn da zwischendurch mal am Anfang dran gezweifelt hat, aber wir waren okay. Der Ball landet jetzt mal wirklich drüber, der hätte einen Feedball schießen können, wo ist Montag da? Und in der Liga hat das schon besser gezeigt mal. Ne? Ja, mit seinem rechten Fuß, jetzt hat er den linken Arm, ja. Obwohl er besser aufgegangen hat und auch genug auch im Training gezeigt. Aber gut. Jetzt kommen die Zuschauer langsam alle in die Sonne. Auf der linken Seite ist die Sonne, rechte Seite ist kalt. Und ein T-Shirt, einer steht noch nicht. Zittern. Ich könnte jetzt sagen, er hat eine große Brust, aber ich gucke jetzt lieber wieder auf Ethel und konzentriere mich auf die Jugend. Wollte ich jetzt gar nicht so sagen. Mal gucken, ob man das mitgehört hat. Ist natürlich auch
jetzt hier gar kein und immer mal wieder dann von den Seiten was rein. Macht es dann natürlich auch sympathisch. Ich wollte gerade sagen, das macht es sympathisch und ist halt auch mal eine Sache, wo man auch Spaß dran haben sollte. Ja? Man darf nie die Ernsthaftigkeit verlieren. Und trotz alledem, der Spaß gehört dazu und das haben wir auch in den Einheiten gesehen. Stimmung ist schon gut. Wir müssen es natürlich jetzt auch einen Platz kriegen. Nach der Woche, wie es losgeht. Und im Moment ist es, sag ich mal, auch erste Halbzeit und auch zweite Halbzeit noch ein bisschen schleppend. Aber ja, ich bin eh kein Fan davon zu sagen, ja, die Vorbereitung ist super gelaufen, automatisch geht es dann in die Meisterschaft und alles läuft dann von alleine. Ja. Muss man da runterfahren. Ja, schon hinter Vorbereitung rein, wenn man selber vorhin kann und entscheiden kann. Ja. Obwohl das nochmal vielleicht nicht durchgekommen ist, also es gab viele Wintervorbereitungen an der Frau, die aktuell mit guten Ergebnissen gegen Schalke oder Leverkusen gelaufen sind. Und dann hat man lieber jetzt die Fehler, die man dann abstellen kann, anstatt dass alles super läuft. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das. Wir haben es ja letztes Jahr auch hier gehabt, ja. Wir haben ja gegen Zürich unentschieden gespielt, ne? Das Champions League Spiel. Ja. Von daher und haben die ersten beiden Spiele gegen Essen, oder Europa League, wir haben die ersten beiden Spiele gegen Essen und Fortuna Köln verloren. Ne? Also, ja. Dann machen wir das Ding ja andersrum und dann freuen wir uns ja. Ja, wobei man muss ja dazu sagen, Bischof Werder, haben wir auch eben schon mit Gaetano drüber gesprochen, haben wir vor knapp 7 Jahren. Haben wir das gemacht. Da waren wir auch da, haben wir die Uni gespielt und danach gab es einen Aufstieg in die Regionalliga. Von daher vielleicht gutes Omen, dass wir heute wieder gegen die testen. Sehr, sehr gutes Omen. Da hat Gaetano noch selber damals auf Adrian Adonis vorgelegt zum 1-0. Ja, mal gucken, ob das heute noch kommt. Also jetzt ist 14-1-1. Also müssen wir, wenn wir das oben beibehalten wollen, galt da gleich auch noch mal ganz kurz ein. Glaubst du, er macht gerade einen guten Eindruck in den Trainingseinheiten? Vom Quaken, ne? Oh, immer wenn der irgendwie so ein Spielchen verliert. Gerade mit Servon, gerade Zwicken. Ja, wobei ich kann ja noch selber sprechen. Ich habe gestern, nachdem ich nicht gespielt habe, habe ich nicht drauf angesprochen. Er musste ja heute Morgen mit mir eine Laufeinheit machen. Das war dann nachher so ein bisschen. Ja, er hat mir hier beim Frühstück erzählt, das ist schon. Eine klare Ansage von dir und Flesch war, was ihr da gemacht habt. Schon oder der Trainer, der neben mir sitzt, hat gesagt, hat er noch nicht erlebt. Also von 0 auf nicht auf 100, auf 1000. Und kennt er nicht so, er musste erstmal langsam reinkommen. Ja, du siehst mir, das ist der Athleten. Ne? Mal sehen, ob er morgen wieder um 7:30 in der Lobby ist. Dann gehen wir wieder aufs Ganze. Ja, vor uns landet jetzt gleich wohl gerade die Drohne, die Stefan angesprochen hat. Die wird natürlich dann auch immer bei uns auf YouTube zu sehen sein, einige Aufnahmen. Und das Trainerteam kann davon auch profitieren. Wie wichtig sind so Aufnahmen dann für so ein Trainerteam, Stefan? Ja, vor allen Dingen, wenn man mal von oben schaut, ne? wo sind die Lücken? Ne? Schieben wir gut nach, schieben wir nicht nach, wie wir es gerade auch gesehen haben. Ne? Wir verlassen alle Spieler ihre Position und wir haben keine Ordnung mehr. Ne? Das sind natürlich dann, das hilft uns extrem. Ja? Deswegen sage ich, ist das schon für uns ein großer Mehrwert, dass ihr mit dabei seid. Dein Eindruck jetzt so vom Spiel aktuell? Ja, immer noch schleppend. Ne? Wir haben viele, viele leichte Ballverluste, haben kein sauberes Passspiel richtig. Ne? Mhm. Und nicht die Wege in die Tiefe, sag ich mal, dass wir uns Torchancen erarbeiten. Müssen wir da natürlich auch gefährlich werden. Jetzt kommt nochmal eine Auswechslung. Pickle kommt rein, Königs kommt rein und Tuschange. Genau, ja. Marco Königs Geburtstagskind. Heute Morgen wurde ein Ständchen gesungen, auf dem Platz wurde er dann abgeschossen. Das werden wir natürlich später dann auch nochmal auf YouTube präsentieren, wie der junge Mann sich dann verhalten hat. Ja, so. Oder haben die Jungs sich ein Beispiel genommen an einem Fan? Ne? Ja. Ja, jetzt auch mit Jeff. Sehr schön. Freut mich ja immer, wenn ein Jugendspieler den nächsten Step machen kann. Und Jeff hat in der U19 schon sehr, sehr gute Spiele gemacht. In der Niederrhein-Liga und der Weg, den er machen kann,
der liegt vor ihm und der ist mit Sicherheit auch in vielen Sachen sehr, sehr, sehr gut, weil er einfach auch ein gutes Tempo hat, der sich beibringt. Ja, ich freue mich einfach, dass er dabei ist. Und wenn man in der einen oder anderen Einheit sieht, was er da schon leistet, das ist gut. Sprich das jetzt gerade an, so ein Jugendspieler, ne? Wenn man das so sieht, eine Verzahnung zwischen U19 und erster Mannschaft, das kriegt ja so der normale Fan nicht mit. Wie läuft das dann ab? Also wie kriegst du dann so den Impuls, dass so einer dann unabhängig der Tore vielleicht einer für deine Mannschaft wäre? Nein, indem ich selber das Spiel gucke. Ja. Und ja, das, ja. Und natürlich mit Samir, ja, der unser U19-Trainer ist. Und noch einfacher, um alle Infos zu haben. Und dementsprechend haben wir auch in der Woche bei uns, wenn wir in Deutschland sind, den einen oder anderen U19-Spiel auch mit dem Fan. Jetzt plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin, ne? Ja, sehe ich auch so. Mich da auch ein bisschen ruhig, weil da gibt es halt einfach nur so. Ja, eher langweilig. Ja, also aktuell kann man die Tore. Und das Spiel findet im Mittelfeld statt. Jetzt müsste Montag da mal Druck machen. Dann kriegt den Ball aber nur ins Aus. Ja, aber Einwurf für uns. Wenn man das immer wieder gesehen hat, gerade eben war so das Pressing, da gab es dann so die eine oder andere Bühne mal kurzzeitig, wo man dachte, so, oh, das könnte jetzt ins Auge gehen. Glaubst du, da sind wir anfällig beim Pressing? Nein, also. Wir haben schon, deswegen habe ich ja gerade gesagt, das ist eigentlich ein junger Spieler, aber ein sehr souveräner Spieler, der auch die Ruhe weg hat. Ja. Wenn man ausrutscht, ja, das darf nicht passieren, aber ist dann halt passiert. Aber ansonsten habe ich ja absolut keine Bauchschmerzen. Ich finde, wenn man sieht, wie wir am Stadion oft auf dem Platz, der ja, mehr als überschaubar ist, spielen, ist das schon eine ganz gute Sache. Fehlt natürlich zum Saisonstart Pitklick, das ist wahrscheinlich nochmal eine große Baustelle dann auch, oder? Das ist leider so. Und, aber damit müssen wir umgehen. Ich habe gedacht, wieder die Pitklick ausfällt. Das ist ja auch Kevin. Aber haben wir mit Kevin gesprochen. Er muss halt für sich und er bringt da alles mit, einfach mal sagen, vielleicht die eine oder andere Szene, auch wenn die rote Karte in Wienbrück eine absolute Frechheit war. Ich krieg ganz klar den Ball, aber ja, man ist in den Notizbüchern und dann wird anstatt gelb wird dann rot gezogen. Und leider müssen wir auf jeden Fall viele verzichten, aber wie gerade gesagt, da müssen immer die Mitrechte sein. Was man natürlich sagen kann, auch wenn das Spiel für den Mittelfeld ist, haben wir jetzt eigentlich jetzt immer relativ sauber. Ja. Gerade wo Roger Tippi gestorben haben, eine gute Aktion von ihm gesehen. Hat sich hinter den Ball nicht vorgelegt, ist dann leider in der Ball vorne ein bisschen veräppt. Ja. Heiz sieht jetzt auch relativ fit aus, aber da kann man auch auf jeden Fall. Das ist ja natürlich dann auch wichtig. Ja. Ich meine, er ist ja auch schon für die ersten 13% Spieler, würde ich sagen. Ja, klar. Sehr wichtiger Spieler bei uns, ne? Sehr, sehr laufstark, guter Ball. Guter Ball jetzt von Moritz Montag. Die Spitze auf. Danke, jetzt rein in den 16er. Eigentor, Eigentor. Das ist natürlich super, dass wir das Geschenk bekommen. Wäre natürlich jetzt auch schön, wenn wir jetzt, das Tor von Levin vielleicht gesehen hätten. Ja. Nehmen könnte, aber gut. Wir haben gezittert. Nee. Genau, ich habe hier nebenbei gesagt, er hat gezittert. Aber vom Montag halt eine gute Aktion, ne? Das ist halt mit seinem Speed, ne? wenn er eine Balleroberung geschlanken, ja. Sondern ich habe jeden Tag, dass der Fuß richtig eingestellt ist, aber heute hat er ihn richtig eingestellt und ja, sehr gute Flanke. Hat das Training von gestern direkt angesehen. So sieht's aus. Ja, finde ich auch schön jetzt zu sehen, dass er trotzdem Mannschaft trotzdem Spielfluss hinkommt, da sieht man halt, dass wir dann auch in der Breite gute Kicker haben einfach. Wir haben ja gesagt, wir wollen es breiter aufstellen, ne? Aber wenn dann schon der eine oder andere rausfällt, jeden Spieler kann man nicht immer zu 100% ersetzen. Ne? Und
Deswegen, wie du gerade sagst, ist das schön und vor allem wird es auch gut, wenn wir Erfolgserlebnisse jetzt abholen, um dann auch gestärkt in die Partie am Samstag zu gehen und das nötige Selbstvertrauen zu haben. Guter Sehr Punkt. Schöner Ball von Peitz, der auf Jeff Tatunga. Der wird am Fuß getroffen und der Schiedsrichter entscheidet nicht auf Elfmeter. Ich würde sogar sagen, dass das doch eine Karte sogar mit sich ziehen würde. Normalerweise. Jetzt trabt der Schiedsrichter hinterher. Der hat auch nur zu seinem Linienrichter geguckt und der hat das verweigert. Schiedsrichter ist aber gestorben, weil letztes Jahr haben wir ihn in der Hauptstadt weil er nicht wusste, wie die Regeln sind. Von daher, jetzt sehen wir halt auch wieder, es muss einen kleinen Elfmeter geben an Jeff, aber gut. Ja. Ja. Wie man gerade hört, die Leute drumherum da fangen dann die ersten Fans an, den Namen zu rufen. Das hast du früher wahrscheinlich noch in all deiner aktiven Zeit mit. Ne? Ja. Wir werden jetzt noch die Details geklärt, die abends im Schlafzimmer passieren. Ich wusste gar nicht, dass ich nachts in meinem Zimmer dann alleine schlafe, aber es ist auch okay. Also mein Hund ist immer dabei, also von daher, der passt immer auf, dass nichts passiert, also von daher ist alles wohl. Ja. Ja, wie man merkt, die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut. Wir mussten jetzt gerade mal eine kurze Pause machen, weil wir alle ein bisschen am Lachen waren. Es ist natürlich so, dass es dann den ein oder anderen Insider hier gibt. Der Ball von Noah. Die Leute zu Hause. Genau. Jeff jetzt da wieder am Ball. Er verliert jetzt aber leider den Ball. Na, holt ihn aber wieder. Finde ich immer gut. Wer den jungen Mann auch nochmal in einer anderen Aktion sehen möchte, der kann dann gerne unser YouTube-Video, meine Tag 2 angucken, bis zum Ende warten. Da zeigt er, dass er sicherlich Chancen hätte bei Sing Mein Song. So, da außen läuft sich gerade Nick Galle frei, aber da kommt der Fuß noch dazwischen. Es gibt Eckball für den WSV. Den wird wohl Livien Lehon. Ja, Levin auch ein Spieler, der natürlich auch ein Riesenpotenzial hat. Und ich sage mal so, das ist so das Weltenjahr jetzt für ihn. Ne? Mhm. Muss halt den nächsten Schritt machen. Und beim Kleider ist es natürlich nicht so einfach, die ersten Elf zu kommen. Aber er hat genug, also viele Einsatzzeiten auch schon gehabt. Und wenn man sieht, was er für eine Schusstechnik hat, jetzt auch die Ecke sehr, sehr gut reingebracht. Sieht man direkt also. Macht einfach Spaß, um ihn zuzusehen und auch mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn auch weiterzuentwickeln. Ist, glaube ich, auch mit einer der schnelleren Spieler im Team, wenn man das immer wieder mit anwendet. Definitiv. Das ist gerade so ein bisschen den Sortierer hinten, ne? Ah, es steht heute ja auch zentral, ne? Es steht ja normal auf der rechten Seite und Leon zentral. Ja. Und, aber Kevin ist halt auch ein sehr, sehr guter Fußballer, der auch jetzt mit seiner Erfahrung mittlerweile auch die Abwehr sortieren kann und auch gute Bälle nach vorne spielt. Ja, jetzt gucken wir gleich mal, ob es vielleicht noch mehr Aktionen nach vorne gibt, weil die Sachsen werden hier gerade mal komplett den Kader austauschen. Was aber ja klar ist, wir werden wahrscheinlich jetzt auch noch mal versuchen, komplett durchzutesten. Ja. So, die Wechsel dauern noch ein bisschen an hier. Bisschen so hinter deine Arbeit blickt, um Catch-Spiel zu organisieren, weil man weiß nicht unbedingt, wer ist gerade hier, wo was. Und dann kommt der Verein, weil du mitbekommen hast, polnische zweite Liga. Das ist jetzt nicht das, was man als Deutsch mit dem Dreck halt auf dem Schirm hat. Nein, wir haben ja vor Ort einen Ansprechpartner mit Erkanak, mit dem ich schon lange zusammenarbeite und ich muss sagen, immer sehr, sehr vertrauensvoll und positiv. Alles, was er so in die Hand nimmt, muss ich sagen, hat er immer sehr gut für die Vereine, wo ich war, auch erledigt und vor allen Dingen. Dementsprechend auch die Mannschaften, die sie haben möchten oder
wollen, was immer zur Verfügung gestellt. Aber ja, ich sag mal, vor Ort, die Leute sind da schon informiert, dass sie hier sind. Und dann wird halt eine Festspielvereinbarung gemacht. Jetzt die Bulgaren wollten die Festspielvereinbarung nicht unterschreiben. Für Samstag, wo wir zuerst den Gegner hatten. Dann spielen wir uns gegen sie, weil dann hätten wir vielleicht gar nicht keinen Gegner gehabt. Und so kam, ja, fand ich wohl nicht ins Gespräch. Das heißt, Bulgaren hätten es nicht unterschrieben, hätten am Samstag spielen können. Richtig, wenn sie auf einmal einen anderen Gegner kriegen oder haben möchten, wo sie sagen, ja, vielleicht ja stärker oder ne, regionaliger ist für mich zu schwach, dann stehen wir da. Und deswegen finde solche Sachen nicht unterschrieben werden, damit die Zuverlässigkeit auch garantiert ist. Das ist dann auch so eine Arbeit. Wie sieht dann sonst deine Aufgabe hier so im Trainingslager drumherum aus? Was machst du den lieben langen Tag, außer mit den Jungs zu kicken? Viele Gespräche führen. Oh, da kommt ein sehr guter Ball von Phoenix. Aber Jeff kann den Ball ins Tor bringen. Sehr, sehr schöner Ball. Freut sich auch. Erste Tor für die erste. Ich sage ein bisschen. Ja, man muss sagen, sehr, sehr guter Lauf von Marco Königs, ja, der da in die Tiefe gegangen ist mit Ball und erst eine gute Balleroberung hatte. Ja, das läuft dann in den 16er und das ist, was ich gerade gesagt habe, ist beidfüßig, ne, mit links und mit rechts. Und ja, freue ich mich natürlich für den Jungen, dass er getroffen hat. Ja, mega. Das freut mich natürlich auch. Immer wieder grinsen hier im Trainingslager. Ich glaube, der hat echt schon eine Zeit seines Lebens gerade hier. Ja, genial. Er hat gesagt, irgendwie fühlt sich das alles so unwirklich an. Da sieht man schon, er ist ein super angenehmer Junge, wo ich auch die Eltern kennengelernt habe im Sommer, wo wir den Vertrag gemacht haben. Und das macht schon Spaß. Ja, wir haben nochmal gewechselt. Ogdaydal, der länger verletzt war, letzte Woche die Reha abgeschlossen hat, spielt jetzt auf der 6 für den Julio Multari. Ja, da ist er wieder am Ball. Sehr, sehr guter Fußballer. Vermissen noch einige, fragen immer wieder, was ist mit ihm. Ja, er ist ein sehr guter Fußballer, der ja, irgendwo hier ein anderes Gesicht zeigt, als er das in Aalen gespielt hat. Er denkt natürlich gut, er ist noch fußballerisch gut manchmal. Ja. Also kann er Fußball spielen. Aber dieses, ich sag mal, positiv dreckige, was er da hatte, ja. Wir haben ihn immer so ein bisschen mit Pippi verglichen. So hat Gaetano ihn auch immer charakterisiert. Das ist ihm in Aalen geblieben. Und da sagen wir natürlich, da muss er wieder hinkommen. Ne? Ja. Nur Fußball spielen geht nicht. Ja. Er muss auf seiner Position auch mal dazwischen hauen, nicht den Gegner verletzen, aber mal ein Zeichen setzen und zu sagen, hey, hier bin ich, ja. Und zur Not mal so eine gelbe Karte kassiert. Genau, da hoffe ich, dass er jetzt nach meiner Verletzung da hinkommt und er uns da auch noch ein gutes Spiel legen kann. Das wird mal. Mal schön für Marco König auf dem Bus auf jeden Fall ein Tor zu legen. Ja, natürlich. Und dann heute Abend nochmal für die Mannschaft einen ausgeben. Ne? Marco ist einfach ein super Junge, mit dem ich ja schon zusammengearbeitet habe, so lange kennen wir uns schon. Und einfach ein positiv Verrückter, der alles raushaut für die Mannschaft. Und sowas braucht man. Und jetzt auch das Tor noch vorbereitet. Ja, wie gesagt, das ist irgendwie schön. Wenn wir jetzt hier mit 3-1 vielleicht komplett gehen oder ein bisschen noch vielleicht einen Bein drauflegen, ist das dann schon ein positives Fazit eigentlich fürs Training? Ja, natürlich. Man muss ja auch berücksichtigen, im Trainingslager hat man ein bisschen schwere Beine. Ne? Haben heute Morgen noch eine Einheit gehabt, die ganzen anderen Tage davor 2 Einheiten gehabt und die auch ein bisschen Körner kosten und deswegen. Ihr habt euch ja so abgesprochen, Gaetano und du, weil er jetzt auch immer wieder betont, dass es schwere Beine gibt im Trainingslager. Ja, aber wir haben auch gar nicht betont, dass Gaetano einfach hier aus dem Schatten, wo wir stehen,
oder fast im Schatten stehen, auch die Sonnenseite gewechselt ist und deswegen wir uns einfach ausgetauscht haben. Und dann gefroren hat, ist halt ein Italiener, ne? Ja. Aber es ist sehr cool, dass du dich so spontan dazu bereit erklärt hast, das zu machen. Das ist natürlich dann auch für die Daheimgebliebenen eine schöne Sache. Ja. Mir hat gerade ein schlaues Vöglein gezwitschert, dass 200 Leute zuschauen. Und wenn man dann überlegt, dass jetzt in Deutschland gerade 3 Uhr ist, ist das natürlich eine tolle Sache eigentlich. Ne? Ja, genial. Und Geiter und ich, wir verstehen uns auf Leben. Und deswegen sage ich immer, alles gut, das passt schon. Ja, ich muss noch mal eine kleine Anmerkung machen, weil es gab Kommentare, warum es vielleicht manchmal so stockt ein bisschen. Das liegt an der Verarbeitung von YouTube. Da können wir leider nicht so wirklich was für. Da kommt dann natürlich hinzu, dass das Internet hier leider sehr bescheiden ist. Wir hoffen mal, dass das vielleicht in nächster Zeit dann auch hier im Hotel noch mal ein bisschen verbessert wird. Wir sind hier zwar auf dem Trainingsgelände vom Hotel, aber wir haben auch Probleme immer wieder im WLAN, wenn wir da sind. Deswegen nicht wundern, wenn wir zum Beispiel mal so ein Tagesvideo erst mitten in der Nacht hochladen. Das liegt dann daran, dass es einfach noch hochlädt. Also von daher, wir versuchen, schnell wie möglich hinzukriegen. Du selber hast ja auch mal so vor dem Video gesessen und hast nach einer Minute direkt gesagt, das ist geil. Ja. Wie findest du das, wenn du dann auf einmal so Aufnahmen aus der Luft von der Mannschaft siehst und so? Ja, einfach super, deswegen sage ich das. Also riesen Komplimente, was ihr macht. Und ja, das hilft uns halt auch bei der Arbeit. Ne? Haben wir vorhin ja, wir mussten uns dann in verschiedenen Portalen auch unsere Gegner auch immer wieder runterladen und zu schauen. Und wenn wir sie dann halt nicht nochmal gesehen haben, wie auch immer. Deswegen, jetzt kriegen wir unsere eigenen Eindrücke einfach mal gut wiedergespiegelt. Für den Trainer also super, zu sagen, okay, das und das läuft gut, ne? Wie heute auch im Spiel. Verschiedene Sachen, wo wir nicht gut nachgeschoben haben, ja? Wo Spieler ihre Position verlassen, wo sie gar nicht verlassen dürfen. Wird der Trainer nochmal in innere Sprecher und dann darauf eingehen. Und so kann man sich auch noch verbessern. Was ich selber auch witzig fand, der Nebenplatz hat ja Ennis Mora, glaube ich, trainiert. Die hatten dann auch eine Drohne drüber. Die haben dann hier gegen den SV Ried getestet. Da dann peitscht jetzt gerade in die Mitte auf der Frau. Oh. Jeff legt den Ball an die Latte. Ja. Er nutzt das Testspiel heute wirklich, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja, sehr gut. Ja, okay. Einfach gut dabei von Moritz Montag wieder. Ja. Von außen auf Tobi und dann Tobi legt ihn quer. Ja, schade. Sehr schade, genau. Dass er ihn an die Latte setzt, aber man sieht, der Junge hat Potenzial, ja. Er hat keine Angst, keine Scheu. Ich habe ihm auch nochmal gesagt, er soll sich so bewegen wie in der U19. Ja, wenn er Fehler macht, ist nicht schlimm. Ja, vielleicht wird er ab und zu dann mal beschimpft von dem einen oder anderen, aber ja, ist halt gut, ne? Wenn er gute Sachen macht, dann wird er auch gelobt, also von daher. Ja. Er muss es einfach laufen lassen und dann werden wir noch viel Freude an ihm haben. Ja, nochmal kurz, Ennis Mohr hat dann auch mit dem Testspiel mit einer Drohne gefilmt und er hat mir dann, der Mann, der da gemacht hat, dann erzählt, dass sie da wirklich mit ihrem Gegentorschnitt lenken konnten, weil sie halt so aktiv sich da beobachten konnten. Ah, okay. Ja, jetzt, Ja, der Ball wird schon übers Tor. Die Galle, wieder ein sehr, sehr guter Laufweg von Tobi Feit. Da sieht man, er gewinnt viele zweite Bälle. Ist extrem laufstark und ja, kann auch mit dem Ball umgehen. Ja. Und legt ihn jetzt auch wieder quer auf die Galle. Und jetzt einkämpfen. Jetzt sind wir natürlich auch, auch schwere Beine natürlich, ne? Auch wenn wir gerade gewechselt haben noch. Ja. Groß. Wenn jetzt die Lücken feiern. Ne? Und das Spiel hat sich dann jetzt schon deutlich verändert. Ja, stimmt. Jetzt sind wir ganz klar spielbestimmt auch. Ja. Da lassen keine Torschancen mehr zu. Gehen gut. Jetzt sieht man auch in gewisser Weise den Klassenunterschied. Man sieht, Bischofswerda ist aus der Regionalliga Nordost abgestiegen. Mhm. Kennt es ja ein bisschen auch in den Regionalligen, glaube ich, aus. Ja. Wenn man so die West und die Nordost vergleicht, ist das etwa gleichwertig oder würde es schon einen Unterschied da so machen? Ich glaube, ich bin mir sicher, dass im Nordosten nicht so viele Teams unter den Top-Teams gehören wie im Westen. Ja? Der Westen ist schon extrem ausgeglichen und viel ausgeglichener als der Nordosten. Aber trotzdem, man muss in der Liga dort auch erstmal so weit oben stehen, in der Oberliga zum Beispiel jetzt auch. Das kriegt man auch nicht geschenkt. Ja? Ja. Und ich denke, Bischofswerda hat das Ziel, dann werden sie auch nicht hier wieder in die Regionalliga aufsteigen. Haben wir auch eine gute Qualität.
Der ist übrigens auch. Hat anscheinend auf dich gehört. Er macht es einfach wie in der Eile. Ja, das ist gut, das ist gut. Und da sieht man auch, welchen Speed er hat. Er hat da auch Näschen, ne? Eine Lauerlinde. Also könnten wir vielleicht davon ausgehen, dass wir sogar gegen Wolfsburg mal sehen. Ja. Man sollte im Fußball nie was ausschließen, ja. Aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da müsste er ihn sieht und wie weit er ihn sieht. Ich kann ja immer nur eine Brücke bauen und mal sagen, hey, oder meine Expertise abgeben, wie ich den Spieler sehe. Und dann letztendlich ist das Trainerteam dafür verantwortlich, dass alle auf Platz kommen, wo sie von über. Das sehe ich auch so. Man muss natürlich immer wirklich nachfragen. Du kennst natürlich auch ein bisschen mehr Details von dem. Natürlich. Ist auch wichtig, ne? Also man muss schon gut zusammenarbeiten. Trainer, sein Trainerteam, Gaetano, meine Wenigkeit, das ist schon extrem wichtig. Ich war unter Trainer der Mehnert ja auch, wir haben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Und ja, oh, da war gerade ein Abschluss von Moritz Montag, aber steht direkt wieder auf. Okay. Hat er mal kurz den Diver gemacht, aber der ist nicht so schick, eigentlich ein paar Meter weiter. Was ist das? Nein, nicht mal gleich. Wir werden jetzt gerade schon die Sachen mit dem Affe gemacht. Dachte da Bescheid? Mitgereisten Fans und auch der Mannschaft zusammen ein Foto machen. Da sind ein paar Fans mit dabei. Wie cool findest du das, dass ihr dann so mit begleitet werdet? Ich habe heute Morgen gemacht. Ich hoffe, das wird auch auf Social Media oder wo auch immer bei uns auf der Homepage gezeigt. Ich habe gesagt, hier in der Türkei haben wir mehr Fans beim Training als bei uns in Deutschland. Das ist einfach schön zu sehen, dass wir uns doch irgendwo in die richtige Richtung entwickeln und der WSV auch wieder oder interessant wird. Ja. Ja. Gut, da wollte glaube ich halten kann. Ja, hier wird gebucht, er hat den Pass extra gespielt, ja. Um nochmal eine Parade zu zeigen, weil er der zweite Halbzeit hat. Gleich mal mit dem Foto. Was ist gesagt? In die Sonne gestellt. Ne? Ja, gut, da sind viele Fans dabei im Training dann drumherum los. Ne? Einfach schön, war ja auch eine relativ spontane Geschichte, die wir da auch angeboten haben. Ja. Und auch nochmal Kompliment an unseren Sponsor und Partner 1A Reisebüro, beim Weg hier, der sich da echt gut eingesetzt hat für die Leute und auch für uns die Sachen, die wir mit ihm zusammen gemacht haben. Alles super, super erledigt. Da war einfach mal die Chance für Mikos Werder nach dem Eckball, aber gut, der Ball ging es raus. Ob man das jetzt noch beim 3-1 bleiben, noch vielleicht für die nächsten 4 Minuten. Das ist super, dass wir dann auch das alles gemacht haben. Also klar, es ist spontan, das ist natürlich immer auch schwierig, so eine Finanzierung dann für so ein Trainingslager. Ne? Aber ich kann es auch nur sagen, weil ich glaube, besser kennt man Spieler dann nicht, den Unterschied dann auch einfach mal zu merken, der Unterschied von auf der Tribüne zu sitzen und auf dem Feld, was steckt da eigentlich für ein Mensch hinter, das ist glaube ich dann immer noch ein ganz großer Unterschied. Ja, genau. Ja, jetzt gerade war eine Szene, dann haben wir wieder versucht rauszuspielen, ich denke ab und zu die Löschen, ja, und den Ball nach vorne zu spielen oder auf zwei. Ich denke, Tobi, der hat sich vorhin beim Schuss in die Küche beim Blatt einfach so ruhig am Fuß im Rasen hängen geblieben, meines, wenn es die Szene war, weil da hat er ja auch ein paar Sekunden am Boden gesessen. Aber da haben wir ja auch ein gutes Physio-Team. Ja, wir haben zwei Physios dabei, ist auch wichtig im Trainingslager bei der Belastung. Da müssen auch alle Spieler immer geprägt werden und auch drankommen. Und
da ist Markus und so gerade Tobi am Behandeln. Freuen wir uns natürlich drüber, wenn das dann auch noch klappt. Ja, wie es aussieht, soll er wohl runter und auch mal rauskommen und jetzt wohl wieder reinkommen. Ja, Tobi kommt jetzt wieder rein, übernimmt dann wieder die Position im Mittelfeld. Muss man sagen, sehr wachsames Auge von hier. Kicks scheint hier scheint für den Kommentatoren aber auch geboren zu sein. Wenn es mal aufhören sollte. Aber er fasst sich am Kopf, also habe ich dann die Szene doch nicht richtig gesehen. Wir sehen, wann er mit dem Zopf zusammengestoßen ist, aber gut, wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist. Und morgen wird es ja eine Einheit geben und dann morgen Mittag wird die Mannschaft mal einen freien Nachmittag haben und vielleicht auch mal ein bisschen in die Stadt zu gehen. Und dann sehen wir uns morgen Abend wieder beim Abendessen um 19 Uhr. Gut, das ist natürlich auch für die schweren Beine dann wichtig, ne? Da einfach mal was. Das gehört einfach dazu. Wieder eine gute Flanke von Momon. Ja. Und den Schade. Wieder eine gute Flanke vom Momota. Und er hat gezeigt, dass er eine gute Schusstechnik hat, aber leider hat der Torwart den Ball gehalten. Ja, Moritz hat gestern dann auch wirklich viel Übung gemacht dann und will es jetzt hier heute auch nochmal aufgebahnt, finde ich. Also gerade in der zweiten Einheit, wo der gestern sowas geübt, kann man auch mitteilen, was da so passiert. Und scheint gewirkt zu haben. Ja, vor allem auch den Einsatz, den er zeigt. Ne? Ist immer schwierig, ne, wenn man eine Vorbereitung hat und man weiß, erste Meisterschaft spielt, man ist gesperrt. Ne? Ja. Man kann nicht auf dem Platz sein, aber ja, man muss halt trotzdem hochhalten und zu sagen, so jetzt wieder eine Aktion von Jeff. Ja. Der wieder mit dem Übersteiger, den er gerne macht, zeigt, dass er Tiefe gewinnen will, leider hängen geblieben, aber jetzt wieder. Glaubst du, dass man sowas dann irgendwann aufhört, so Übersteiger, dass man diese Unbekümmertheit dann aufgibt? Also manchmal funktioniert es ja. Aber ich will, das Tor wird ihm schon helfen. Ne? Der hat einen Schuss, der hat gesehen, dass er auch im Gremium-Bereich mithalten kann. Haben wir aber auch schon gegen TVD gesehen, da wo er gespielt hat. Hat er auch schon ein gutes Spiel gemacht am gelben Sprung. Ne? Also, da hat er sich auch gut präsentiert. Also von daher bin ich schon für die Zukunft optimistisch, dass er bei uns da schon eine Überraschung auch mal sorgen kann. Es ist die 90. Minute angebrochen, ich denke mal wegen der Verletzung von Pfeif gibt es noch eine Minute oben drauf. So. Ja. Aber sonst schaltet man ja so Testspiele auch relativ pünktlich ab. So, am Montag holt den Ball da hinten nochmal gut raus. Jetzt kommt der lange Ball, den du eben gefordert hast, aber in die Arme der Gäste. Ja. Oh, nochmal eine Schiedsrichter, glaube ich, heute. Ich habe ihn ja für ihn kritisiert. Ich denke, er hat das im Trainerlehrgang gemacht. Und ja, gar nicht. Im Trainerlehrgang, Entschuldigung. Wir haben jetzt doch zu heiß den Schiri-Lehrgang gemacht und hat heute, finde ich, eine gute Leistung. Ja, Gaetano Manu ist gerade auch noch runtergekommen, unbeschadet. Ah. Da muss ich morgen wohl wieder beim Laufen gießen. Ja genau, Pepsi kommt nicht runter. Na gut, dann müssen wir doch den Kran holen, Pepsi da runterholen. Gucken wir mal. Sonst bringen wir das Essen dahin. Kann dann Platz bewachen. Vielleicht nochmal den Platz ein bisschen besser machen, hat der Erfahrung. Ja, Pepsi guckt sich ja hier auch die Plätze ganz genau an. Ja. Und die Arbeit, die hier gemacht wird, mit nach Deutschland rüberzunehmen. Aber ja, ist ja einer der Platzwerte, wo ich sage, er gibt immer alles und guckt, dass wir immer gute Bedingungen haben. Und ist auch schön, dass er dann auch mal mit rüberfährt. Ja, das ist auch wichtig, weil er ja dann Türkisch sprechen kann. Ne? Ja. So, dann ist aber drüber. Sicher, wie wenn die zweite Halbzeit noch nach vorne wird, weg. So, pfeift ab. Super, dann danke ich dir, Stefan. Ja, ich danke auch. So, raus. So, wenn es noch da ist. Für uns natürlich hier weiter im Trainingslager. Wir freuen uns natürlich über jeden, der unseren Look weiterguckt. Und jetzt geht es natürlich für uns auch zum Mannschaftsbus. Interviews nach dem Spiel wird es dann in unserem Vlog gehen. Auf Wiedersehen aus Bilek.